Ja, und damit herzlich willkommen zum Grundlagentutorial des Triebwagen EN57 und dessen Varianten. Die sind ja von der Bedienung her grundsätzlich gleich. Was machen wir in diesem Tutorial? Ich werde euch zeigen, wie ihr diesen Triebwagen von kalt auf komplett aufrüstet, wie man hier eine richtige Rangier- bzw. Manöverfahrt macht, wie man es halt in normalen Fahrt macht und diverse Spezialitäten, damit ihr da in Train Driver 2 ein schönes Erlebnis mit dem habt. Und das ist der ideale Triebwagen, um mit dem Simulator anzufangen, damit man den Simulator kennenlernt, die Strecke und Co. Denn der ist relativ bedienerfreundlich. Es ist eigentlich gar nicht möglich, mit dem Triebwagen kalt zu starten. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. Aber für euch habe ich ihn mal in den kalten Zustand versetzt, manuell. Und gehen das erstmal durch. Wir machen erstmal den Aufrüstvorgang, dass wir hier in die Richtung rausfahren. Wir werden aber nicht anfahren. Wir werden dann später die Rangierfahrt machen, aber einfach damit ihr das gesehen habt. Was jetzt zu beachten ist, rein vom Stromabnehmer her, wir werden den hinteren hochnehmen, weil in Fahrtrichtung ist es immer der hintere, der gehoben werden sollte. Wird man jetzt in diese Richtung fahren, dann wäre es hier aus unserer Sicht der vordere und die sind beschriftet. Und zwar Stromabnehmer A und Stromabnehmer B. Von diesem Führerstand aus gesehen ist Stromabnehmer A immer der, der am nächsten ist. Also sprich, wäre hier der erste und B der hintere. Das gleiche gilt auch für den Führerstand hinten, damit ihr euch das da merken könnt. Wir werden jetzt hier mal den Stromabnehmer heben, damit wir hier mal Saft haben. Wir gehen jetzt mit F11 hier wieder rein. Und ihr seht, wir haben keinen Saft. Und hier haben wir die Stromanzeige. Hier haben wir die Anzeige für den Stromabnehmer. Ich mache mal kurz das Interface wieder an. Also die Schalter. Wir haben den Pantograph B und den Pantograph A. Wir wollen den B. Und in Klammer seht ihr auch immer das Tastenkürzel, was ihr drücken könnt, um den Button zu bewegen. Hier rechts dieser Button. Ich glaube, ich muss das so zeigen. Mit dem senkt ihr alle Stromabnehmer. Nur so als Info. Also, wir machen jetzt Pantograph B und dann springt hier gleich die Nadel nach oben. Dann haben wir ja Saft. Und da ist sie hochgesprungen. Wunderbar. Als nächstes sollen wir den Main Circuit Breaker einschalten. Dann geht das erste Lichtchen schon mal aus und das zweite. Dann müssen wir natürlich den Luftkompressor mit anmachen und machen hier noch das Radiotelefon mit an. Und das wäre jetzt der Zustand, wo ihr normalerweise den Triebwagen kriegt, wenn ihr das ganz normal ladet. Nachdem wir jetzt in die Richtung hier fahren wollen, haben wir hier oben die Lichter. Wir machen die linke weiße Lampe an, die rechte weiße Lampe und die in der Mitte und natürlich hier noch die Zugzielanzeige und dann müssen wir den Führerstand wechseln, um hinten die Zugschlusslichter einzustellen. Um den Führerstand zu wechseln, müsst ihr darauf achten, dass der Fahrtrichtungswender in der neutralen Position ist. Ansonsten könnt ihr das nicht machen. Und dann habt ihr hier zur rechten Seite, wo jetzt mein Avatar gerade drüber ist, den Button Cabin. Ihr könnt aber auch hier einfach auf die Tür klicken und schon seid ihr am anderen Führerstand. Und was wir jetzt hier machen ist, wir sagen hier Left Red Lamp, also linke rote Lampe an und rechte rote Lampe. Es kann sein, wenn ihr ein weißes Licht da noch angehabt hattet, wegen einer Rangierfahrt oder sowas, dass er das nicht übernimmt. Da müsst ihr das wirklich kontrollieren. Ihr geht es mit F11 wieder raus und schaut, dass die Lichter stimmen. Ansonsten, was ihr als Trick machen könnt, einfach mal die Lichter ein- und ausschalten überall und dann als letztes die Sachen machen, die ihr wirklich machen wollt. Also in dem Sinne hier rot. Das war's. Wir gehen wieder zurück in den anderen Führerstand. Wir könnten jetzt hier noch die Zugheizung mit anmachen. Und wir könnten hier den Dimmer anmachen für das ABS und das, das SIFA. Und wir können hier jetzt mal schauen, Cabin Light, wo das hier Führerstandsbeleuchtung mit anmachen, wenn man denn möchte. So, dann hier unten haben wir die Türsteuerung. Rechte Seite, linke Seite. Wenn die Türen offen sind, leuchtet es hier rot. Wenn ihr die Türen wieder zumachen wollt, dann gibt ihr hier das Abfahrtsignal. Dann geht der Wasser hier los. Macht die Türen wieder zu. Eine Spezialität, wenn die Türen offen sind. Wir gehen mal ganz kurz raus. Die Türen öffnen sich hier wirklich und ihr könnt dann auch in den Triebwagen hier reingehen.
und da mal durchgehen und euch das mal genauer anschauen. Bin mir gar nicht sicher, ob man bei anderen Leuten sogar mitfahren kann. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber ja, die Möglichkeit hat es hier drin. So. Alle 60 Sekunden müsst ihr hier die Wasserkeitskontrolle bestätigen. Das ist dieser Button hier. Alternativ mit der Leertaste. Und der fängt dann hier an, so rot zu leuchten. Und alle Signale, die nicht grün sind, müsst ihr mit dem AWS bestätigen. Das ist der gleiche Button hier. Einfach immer wieder drücken. Ansonsten gibt es eine Notbremse. Spezialität in dem Simulator. Es gibt den sogenannten Radio Stop Button. Das ist eine Notbremse für alle Züge in der aktuellen Region. Wenn ihr irgendwie Gefahren vor Zug seht oder ihr habt Mist gebaut etc., dann drückt den Button, um irgendwelche Unfälle zu vermeiden. Das gleiche kann auch der Fahrdienstleiter machen und euch eine Zwangsbremsung geben. Nutzt es wirklich mit Bedacht. Ihr müsst es begründen und wenn ihr das zum Spaß macht, dann kriegt ihr recht schnell am Bann. Ich drück's jetzt mal. Alarm geht ab. Und keine Sorge, ich bin hier im Singleplayer, da passiert jetzt nichts. Und um sich jetzt aus dem Radio-Stop wieder zu befreien, fragt sie natürlich erstmal den Fahrdienstleiter, hey, kann ich mich wieder befreien, ist wieder alles okay? Kompressor ist jetzt gerade wieder am Arbeiten. Und wenn ja, drückt sie hier zweimal den Alarm-Reset. Und dann baut sich der Druck wieder auf und ihr könnt theoretisch losfahren. Gut, um hier loszufahren, Fahrtrichtungswende nach vorne, Bremsen lösen hier auf R. So lange auf R bleiben, bis wir hier frei ziehen. Dann wird es hier rechts unten grün von der Druckanzeige. Und dann könnt man losfahren. Mach's aber ganz kurz. Bremst aber gleich wieder. Wir haben keine Stufen. Solange ihr da auf Brake bleibt, baut sich der Druck auf. Und auf N ist halt die aktuelle Fahrposition. Okay. Nehmen wir mal an, wir müssen jetzt die Rangierfahrt machen. Und zwar nach hinten. Für die Rangierfahrt machen wir vorne die weißen Lichter erstmal aus. Ich habe auch die Zugzielanzeige ausgemacht. Und dann ist es jetzt so. Rangierbeleuchtung. Wir machen quasi auf der Seite das weiße Licht an, auf dem der aktive Führerstand in Fahrtrichtung ist. Das heißt, hier unten ist quasi unsere Sitzposition auf der rechten Seite. Hier ist sie auf der linken Seite. Das heißt, wenn wir in die Richtung da runterfahren, machen wir auf der Hinterseite, also hier jetzt, das rechte weiße Licht an, um zu signalisieren, dass der andere Führerstand aktiv ist und wir in die andere Richtung fahren. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein, sagen hier, linke weiße Lampe, Entschuldigung, also hier, da die linke Seite, gehen in den anderen Führerstand, machen die roten Lichter aus und hier ist es die rechte Seite, was wir anmachen, weil wir hier auf der rechten Seite hier sitzen und in die Seite rausfahren. Und das tun wir auch wieder kontrollieren. Seht ihr? Da war jetzt ein Fehler. Gut, dass ich es gemacht habe. Wir machen es einmal kurz wieder an, wieder aus und dann soll es eigentlich passen. Genau. Das heißt, das wäre jetzt Rangierfahrt in diese Richtung. Wenn ihr dann angehalten habt und ihr fahrt dann wieder in die andere Richtung, ihr wärt dann wieder genau andersrum. Dann wäre es hier das rechte Licht, weil natürlich auf der rechten Seite der aktive Führerstand ist, wo ihr sitzt. Und vorne wäre es dann auch rechts. Also so rein so von der Erklärung. Oder habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, hier wäre es auf der rechten Seite. Ja, genau. Und nicht hier links. So, macht ihr die Rangierfahrt und dann kriegt ihr gleich mal Pluspunkt, wenn der Fahrdienstleiter das sieht, dass ihr das da richtig macht. Gut. Ich denke mal, das waren soweit mal die Grundsachen, die man hier so braucht. Ich meine, wenn man halt hier so einen Error hat, wie zum Beispiel, ich tue mal den Transformer hier mal cutten. Da könnt ihr den auch wieder reinmachen. Das wäre dann hier. Jetzt kommen wir es wieder an. Das gleiche ja hier mit dem Luftkompressor. Könnt ihr ihn hier wieder aus- und anmachen. Und hier natürlich auch der Main Circuit Breaker. Wenn wir den mal poppen. Und auch hier wieder reintun. Ansonsten geht es einfach das Startup-Prozedere von vorne los. Und im Notfall hier Planschett drücken, alle Stromabnehmer nach unten. Zu den Stromabnehmern sei noch eins gesagt. Wenn ihr länger steht, dann ist es gut, wenn ihr beide Stromabnehmer nach oben macht. Schauen wir mal, was es gemacht hat, dass beide da oben sind. Einfach um die punktuelle Last hier von der Oberleitung zu verteilen auf 2. Das ist optional, das ist nice, wenn ihr das macht, ihr müsst es nicht machen, aber
wenn ihr es realistisch machen wollt und ihr steht einfach länger, macht ihr beide Stromabnehmer nach oben. Und natürlich, wenn ihr die in die andere Richtung natürlich fährt, dann die Stromabnehmer wechseln. Gut, ich würde sagen, wir machen eine kleine Tour, fahren zum nächsten Bahnhof. Dann gehen wir hier nochmal schnell auf den Fahrplan ein, wie man den liest, was so die Bedeutungen sind und wie ihr erkennt, wann der nächste Bahnhof kommt. Ich lade mal kurz neu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, da hätte ich einmal durchgestartet und jetzt werden wir eine erste Fahrt machen. Wir schauen das jetzt hier mal. Zugzielanzeige an ist linke Lampe, rechte Lampe, Lampe in der Mitte. Zugheizung machen wir mit an. 46 soll man hier abfahren. Wir machen die rechte Seite auf. Und wechseln mal den Führerstand. Hier hinten die roten Zugschlusslichter. Steigen dann jetzt auch einmal aus. Tun das kontrollieren. Ja, stimmt zum Beispiel nicht. Ich habe es jetzt da falsch gemacht. War jetzt hier weiße Lampe. Mal. Super. Jetzt passt's. Und gehen wir mal auf die andere Seite. So, da. Auch hier werden wir es jetzt mal kurz kontrollieren. Wenn wir mal hier rausgehen. Sehr gut. Normalerweise würde jetzt hier das Ziel drin stehen. Das hat das vermutlich jetzt wegen dem Szenario hier nicht drin. Ist jetzt aber auch egal. Und hätten dann die planmäßige Abfahrt um 9.46 Uhr. Ist ein recht langer Fahrplan, aber wie liest man denn den? Also hier links haben wir die zu erwartende Höchstgeschwindigkeit in dem Abschnitt. Das ist dann auch abhängig von eurem Vmax, wenn ihr dann andere Züge fahrt, aber von dem Triebwagen ist es eigentlich immer 110. Und dann habt ihr natürlich die einzelnen Stationen, wo ihr vorbeirauscht. Und da gibt es auch Abkürzungen. Das wäre zum Beispiel einerseits PO, sprich das wäre ein Bahnhof, also ein kommerzieller Bahnhof, und PH steht für Passagierhalt. Also wenn PH da steht irgendwo, dann müsst ihr da anhalten. Wenn es nicht da steht und nur PO, das ist einfach für euch eine Info, ja, ihr, das ist ein Bahnhof und ihr fahrt da zu einer Uhrzeit vorbei, dann steht auch meistens nur eine Uhrzeit da. Es gibt dann, das muss ich mal ganz kurz gucken, es gibt dann auch noch den PT-Abkürzung. PT ist dann Betriebshalt. Der muss nicht zwingend passieren. Er kann passieren, je nachdem, wie er ist. Also da einfach damit rechnen, dass ihr da stehen bleibt. Und dann gibt es noch PM. PM wäre dann geplantes Manöver, wenn ihr zum Beispiel wieder retour müsst. Okay, wir fahren jetzt einmal ein bisschen verfrüht ab. Das heißt, Fahrtrichtungswender nach vorne. Wir lösen die Bremsen. Geben das Abfahrsignal. Türen schließen. Cool. Und dann geht's auch schon los. So, in 4,3 Kilometer haben wir dann einen Halt zu erwarten. Und manche Leute, wie ich am Anfang, haben so ein bisschen Struggle gehabt, den nächsten Bahnhof zu erkennen, wann er da ist. Aber das kann man recht einfach erkennen. Und zwar gibt es eine entsprechende Ankündigung dafür. Sobald die kommt, werde ich euch die mal zeigen. Denn hier von 46 auf 1,50 ist gar große Fahrdistanz gemäß Fahrplan. Also müsste es recht bald auftauchen. Das Signal hier, das heißt, wenn es entführt an Schierfahrten, wenn ihr eine Manöverfahrt habt hier, dann dürft ihr nicht weiter als wie das Signal erfahren. Oh, das ist ein recht langsamer Part hier. Bremsen mal ein bisschen. So, hier kommt der Alarm. Mit Leertaste betätigen. In den nächsten 60 Sekunden kommt er dann wieder. Und wenn ich jetzt diese Ankündigung sehe, die ich meine, dann werde ich daneben mal ganz kurz stehen bleiben. Die Bremse. Echt abschüssig hier. Man kann es halt immer ein bisschen ausmachen anhand von den Zeiten, wie viel Fahrweg wohl ein bisschen dazwischen ist. Also hier keine Kilometertafel, macht auch hier wenig Sinn. Und wie der Simulator aufgebaut ist mit den unterschiedlichen Szenarien zwischendrin.
wird es aber wirklich nicht mehr lang dauern, bis die Ankündigung kommt. Ah, das ist sie nicht. Verwachsamkeit. Ja, sag mal, wo bist denn du? Halten bei dem roten Signal, aber ich hätte jetzt gerne mal diese Ankündigung sehen. Kurz vor der Bremse noch ein bisschen weg. Mehr. Ein bisschen schneller sind. Es ist die Ankündigung für einen Übergang, dass er demnächst kommt. Je nach Bahnübergang natürlich bitte einmal bei. Ah, da ist es. Da bleiben wir mal gerade stehen. Bitte einmal anhalten. So, das ist gerade der Alarm losgegangen. Aber ihr müsst Ausschau halten nach dem hier. Das ist die Ankündigung, dass innerhalb von der aktuellen Bremsdistanz, was ihr da habt, Bahnhof kommt, wo ihr anhalten könnt oder müsst, je nachdem. Also immer nach dem Ausschau halten und je nachdem, was gerade hier die erlaubte höchste Geschwindigkeit ist oder von euch, könnt ihr damit rechnen, dass innerhalb der Bremsdistanz hier der Bahnsteig kommt. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier wieder rein, mal hier mal den Alarm zurücksetzen. Das ist mal eh eine Notbremse hier reingejagt, oder? Ja, weil ihr nicht bestätigt habt. So, zurücksetzen. Ob dann bester Druck wieder okay ist. So, Düsen. Nachdem ihr hier noch 50 ist, müsst ihr gleich da vorne sein. Gehe ich mal davon aus. Da war der Übergang. Ja, vermutlich dann nach der Kurve hier. Ja, da vorne stehe ich auch schon die Tafel. So, bei manchen Bahnhöfen hat sie die Längentafeln 100, 200 Meter und so weiter, so wie auch in Deutschland. Je nachdem, was ihr dann für einen Zug fährt, bleibt sie dann bei der entsprechenden Tafel stehen. Und wenn es keine Tafel hat, dann gibt es am Ende des Bahnsteigs in der Regel eine Tafel. Und zwar ist es das Kreuz da. Wo ich jetzt natürlich nicht gehalten habe. Aber dann wäre es ja quasi mit allen Zuglängen hier vorne bei dem hier anhalten. Gut, das sind einmal so die Grundlagen, wie ihr mit dem umgeht, wie ihr Manöverfahrt machen könnt. Wie gesagt, geht ins Wiki rein, schaut euch die Signalsysteme an, was für Hinweise da noch sind, was man beachten sollte. Fahrt ein paar Szenarien hier im Singleplayer, aber mit den anderen Loks vielleicht, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr mal euch in den Multiplayer trauen. Und für den Multiplayer mache ich dann auch noch so ein kleines Mini-Tutorial, was man da beachten sollte, wie man sich grundsätzlich verhält. Und dann wünsche ich euch eine ganz gute Fahrt. Bis denn dahin. Tschüss! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server.
Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.